Leute, schaut mal, was uns erreicht hat. Ich begrüße euch hier bei unserem Unboxing. Ja, vom Canna Swiss Cup hat uns hier eine Schachtel erreicht. Ich mache das mal aus dieser ekligen Folie raus. Die ist nicht mal aus Hanf. Blättchen vom Gießsee. Ja, so sieht die Canna Swiss Box aus, die man kaufen kann, damit man beim Canna Swiss Cup teilnehmen kann. Dieses Paket beinhaltet 35 Gramm Cannabisblüten, die jeweils unterteilt sind in drei Kategorien, und zwar in Outdoor, Indoor und im Glashaus. Im Inhalt sind hier weiterhin noch die Blättchen, die ich euch gezeigt habe, also ein Set, dann eine Jurykarte zur Teilnahme an dem Wettbewerb, ganz wichtig, zwei Getränkebons und zwei Gutscheine für einen 3-Tages-Pass auf der Canna Trade. Und ich möchte mit euch ein Unboxing machen und werde mal aus jeder Kategorie einfach eine Sorte auswählen und die mal mit euch kurz unter die Lupe nehmen. Der Canna Swiss Cup. Dort wird die beste CBD-Sorte gewählt, die hier zur Verfügung stellen. Und zwar ohne Namen, ohne Hersteller, ohne irgendwas, sondern die Leute testen einfach nur die Sorten und wählen aus jeder Kategorie den besten heraus. Und damit wird ein Cup gestartet. Der Preis beträgt für diese Box 195 Schweizer Franken. Keine Ahnung, wie viel das jetzt in Euro ist. Aber wir packen das jetzt mal aus. Schön designt. Ja, was haben wir hier? Da ist eine Jurykarte, wo man auswählen kann. Die Sorten, wir wollen das jetzt auch nicht alles ganz genau zeigen, aber auch sehr schön gemacht. Klappen das mal so auf. Ja, was haben wir da noch drin in dieser schönen Box? Da sind die Eintrittskarten drin. Da ist noch ein bisschen Infomaterial drin. Oder? Ja, genau. Sehr viel Infomaterial auch drin, ja. Und dann haben wir noch Boveda. Und dann haben wir noch Gießsee-Filter und Gießsee-Blättchen. Ja, aber das Wichtige an der Box ist natürlich der Inhalt. Ne? In der Box sind enthalten 35 Sorten aus drei Kategorien, jeweils mit einem Gramm. Also 35 Gramm sind hier verpackt. Und zwar hier haben wir einmal drei Reihen Outdoor-Blüten, dann haben wir eine Reihe Treibhaus- oder Glashausblüten und drei Reihen Indoor-Blüten. Wählen wir doch jetzt mal eine Sorte aus jeder Kategorie aus. Ich halte das mal in eure Richtung und greife mal hier hin. Und dann müsste ich irgendwo, warte mal, 1, 2, 3. Hier sollte irgendwie Treibhaus sein. Die nehme ich jetzt. Und dann nehme ich noch irgendwo hier Outdoor, glaube ich. Müsste das Outdoor sein, ja? So, die drei nehmen wir jetzt einfach. Die anderen haben Pech gehabt und werden natürlich im Messevideo vorgestellt. Ja, ich habe gezogen die Nummer 09, eine Outdoor-Blüte, und die mache ich jetzt mal auf. Lacha! Ich versuche die mal ganz wenig anzufassen. Ja, wie gesagt, man sieht hier bei diesen Testbox natürlich nicht von wem. Das ist ja das Schöne dabei, dass halt getestet werden kann, ohne da auf den Namen zu achten. Also riecht sehr fein, fruchtig, ein bisschen erdig. Nice. Wir gucken uns das mal unter der Lupe an. Beim Auswählen geht es übrigens um Aussehen und Aroma. Sprich, also die gehen gar nicht davon aus, dass man das jetzt raucht, sondern erstmal wird in der
Abstimmungskarte nur nach Aroma und Aussehen bewertet. Ich glaube aber, unter uns, dass das auch geraucht wird. Ich bin mir nicht sicher. Aber die sagen ja auch, Rauchen fügt ihnen und den Menschen in ihrer Umgebung Schaden zu. Und deshalb vermute ich, dass es auch geraucht wird. Ich werde das jetzt mit euch aber nicht rauchen, denn ich finde, es reicht, wenn wir das unter der Lupe betrachten. Das ist nämlich mal viel interessanter, als wenn ihr mir jetzt zuschaut, wie ich mir einen rauche und euch das Sabber aus dem Mund läuft. Und das ist doch auch gemein. Autor. Ich mache das hier mal ein bisschen schärfer. Ihr seht das in diesem Bildschirm nicht. Ich habe das hier. Und der Patrick wird es euch dann einblenden im Video. Ich stelle das ein bisschen scharf. So. Ja. Und da sieht man jetzt eigentlich sehr schön die Trichome. Und sieht also, es hätte noch ein bisschen reifen können. Ja. Aber es sieht jetzt meiner Meinung nach normal aus. Also es sieht jetzt nicht ausgewaschen, besprüht, beschimmelt oder irgendwas aus. Es sieht also recht sauber aus. Und da seht ihr halt, zwischendurch seht ihr diese braunen Härchen, die man von außen immer sieht. Und daneben links seht ihr die Trichome und die sind halt nicht schön bernsteinfarben, wie sie eigentlich sein sollten. Wir kommen jetzt zu der Nummer 17. Das ist die aus dem Treibhaus, aus dem Glashaus. Und ich bin schon sehr gespannt. Spannung! Sieht sogar fast ein bisschen mehr aus wie bei der anderen. Also sie scheint etwas leichter zu sein. Also fluffiger. Also ich lasse das kleinere Teil mal da liegen. Jetzt schauen wir das jetzt auch mal ein bisschen näher an. Es sieht für, das ist jetzt Treibhaus, Glashaus. Sie ist nicht so kompakt wie die erste. Sie ist ein bisschen fluffiger. Sie hat wenig Aroma, muss ich sagen. Sie riecht wirklich nicht nach viel. Auch hier schön getrimmt, muss ich sagen. Man sieht keine Samen. Man sieht auch schöne Trichome. Also auch da ist schön Harz drauf. Auch wenn ich bei der anderen noch ein bisschen mehr gesehen habe. Und ist auch schön getrocknet. Wie sie schmeckt, weiß ich allerdings nicht. Auch diese schauen wir uns jetzt mal unter der Lupe an. Na, schauen. Ja, und da seht ihr jetzt auch schon den Unterschied. Ich bewege das mal. Also, da ist das Ganze schon eine Spur bernsteinfarbener, ein Reifegrad, den man einfach sieht. Meiner Meinung nach sieht es für Treibhaus auch sehr gut aus. Ist ja praktisch wie Indoor oder halb Indoor. Ne? Ja. Also man sieht keine Verunreinigungen, bis auf ein, zwei kleine schwarze Stellen, wobei ich das jetzt nicht genau definieren kann, was es ist. Sieht aber jetzt nicht ausgewaschen oder besprüht aus. Ja, kommen wir nun zur letzten Kategorie, die Indoor. Und da haben wir die Nummer 32. Habe ich mal ausgewählt. Schauen wir mal. Sieht wieder ein bisschen weniger aus. Besteht auch aus zwei Blüten. Ich streue das mal hier so auf den Tisch. So sieht es in der Kamera aus. Ja. Vom ersten Anschein her gut getrocknet. Auch gut manikiert. Man sieht, sie ist schön reif. Die Aromastoffe fehlen mir auch bei dieser Indoor-Pflanze, muss ich wirklich sagen. Da hat mir die Outdoor-Pflanze wirklich sofort in die Nase gestiegen. Wobei ich jetzt nicht weiß, ob hier Aromastoffe zugefügt wurden oder ob das natürliche sind. Das weiß man ja heutzutage leider nie. Wir hoffen mal alles, dass es hier natürlich ist. Deswegen riecht man bei vielen auch oft sehr wenig. Aber vom Aroma
ein bisschen besser wie die Treibhaus, wie die Nummer 17, aber nicht so gut wie die 09. Ja, das war jetzt meine Entscheidung. Die fällt natürlich bei jedem immer anders aus. Geschmäcker sind verschieden, aber das ist ja das Interessante dabei. Jetzt kommen wir noch zu Nummer 32. Schnell runter. Da müssen wir noch ein bisschen nachjustieren. So. Auch hier kann man es an mehreren Stellen wieder schön sehen. Die Härchen sind eigentlich schon braun und trotzdem sind die Trichome noch nicht zu 100% ausgereift, aber es sind schon bernsteinfarbene dabei, aber wieder nicht so ausgereift wie halt jetzt die davor bei der Nummer 17. Ja. Ja, jetzt haben wir sie alle mal unter die Lupe genommen und sehen also, sie sind nicht irgendwie behandelt oder verunreinigt. Ja, also die ersten drei, die ich jetzt hier gezogen habe, die sahen ja gar nicht schlecht aus. Und ich denke, die schmecken auch ganz gut. Und die weiteren, die können wir jetzt natürlich nicht alle durchtesten. Da sind sicher noch sehr leckere und sehr gut riechende und sehr gut schmeckende dabei. Wir werden natürlich über den Swiss Cup noch berichten, über die Canna Trade und euch den Gewinner mitteilen. Der Canna Swiss Cup 2019, die Award Show von der oder auf der Canna Trade 2019 in der Halle 622 auf der Canna Trade in Zürich. Also abgestimmt werden kann online noch bis um 16 Uhr am 18.05. Und die letzte Möglichkeit mitzuwählen, mit abzustimmen, ist dann praktisch auf der Canna Trade selbst. Und zwar am 17. und am 18.05. bis 16 Uhr am Stand. Und es kann natürlich nur der abstimmen, der auch so eine Box gekauft hat, logischerweise, und die dann testen kann und damit abstimmen kann. Freut euch also auf das Messevideo von der Canna Trade, die wir jetzt am Wochenende besuchen werden für euch. Und ja, euch wünsche ich viel Spaß. Vielleicht sehen wir uns auf der Canna Trade. Ah, ich habe vergessen, die letzte Sendung zu sehen. Da ist sie. Nee, vergesst uns nicht zu abonnieren. Das könnt ihr hier machen. Ne? Klicken. Glocke gibt's auch noch, dann glockt's immer bei euch. Also, bis dahin.